Der Barkeeper sah mich fragend an. In diesem Augenblick... Sei gegrüßt, Oscar Vincent, o treuloser Pariser. Ach, Ding Jong, du bist es, mein lieber Urenkel. Ich hoffe, du hast mir vergeben, dass ich unserem Vorfahren half, dir einen Streich zu spielen. Dein überlegener Geist wird an solchen Kindereien sicher kaum Anstoß nehmen, falls er sie überhaupt bemerkt. Aber in welch merkwürdiger Aufmachung kommst du hierher? Sprich nicht davon. Ich leide selbst unter diesem rauen Stoff, der so lose um meinen Körper gewickelt mich einer Mumie ähnlich macht. Und diese schreienden Farben... Es ist ein glücklicher Zufall, dass wir in Saint-Germain-des-Prés sind. Und dabei ist das die einzige Tracht der Badaria. Ich habe mich dort längere Zeit aufgehalten und kehre nun in mein Vaterland zurück. Aber biete mir erst ein Kräftigungsmittel an, Pariser, denn die Reise hat mich ermüdet und meine Seele ist traurig. Ich habe gerade aus dem Mund der armen Karzeilatz vernommen, dass dieser Elende mich in Pergolien erdolcht hat. Und ich finde mich nicht gerade mit Herzensfreude darein, diesem Ereignis entgegenzusehen. Übrigens habe ich schon an ihm Rache genommen. Rache? Ich habe ihn kurz vor meinem Abflug erschlagen. Als er mir die Nachricht von meinem Hinscheiden mitteilte, sah ich rot und zerschmetterte ihm den Schädel. Ach. Sprechen wir nicht mehr davon. Ich wünsche, dass sein Tod und der meinige mich für immer von seiner Gegenwart befreien.